Das kriegen wir hin. Ich brenne den jetzt einfach weiter und ich glaube, ich lasse dieses Ding einfach jetzt auch wirklich oben im Orbit stehen. Weil, puh. So, Apoapsis auf 100 und dann machen wir aus und dann mache ich ein Manöver. Das war nicht einfach, das hochgeflogen zu bekommen, aber jetzt habe ich auch langsam die Schnauze voll. Dann lassen wir die Station erstmal um Kerbin kreisen. Da haben wir ja auch eine Mission für. So. Hier. Manöver hinzufügen und... Oh, da hinten, 32. Jo. Ja, 100, das ist ein schöner... Genau, die Statik einer Schwimmnudel, das ist eine korrekte Bezeichnung. 191 Meter pro Sekunde für dieses Manöver, das ist zu schaffen. Das ist gut. Und da haben wir dann also noch was übrig. Das heißt, wir können mit... wir haben noch gut 800 Meter pro Sekunde in dieser Stufe mit dem etwas höheren Schub, bevor wir für Interplanetaren auf die 8 atomaren Dinger wechseln müssen. Wir können dann schon mal hier Antenne ausfahren machen. Und wir können Kühlmodul ausfahren. Wir haben noch eine Minute bis zum Start dieser ganzen Geschichte. Und Kühlmodul ausfahren. Sehr schön. Die brauchen wir im Moment jetzt noch nicht. Aber ja, das wird ja noch dauern, bis wir das Startfenster nach Eve haben. So, 40 Sekunden. Wir können mal ein bisschen vorspulen. Und dann sind wir gleich im Orbit. Und dann haben wir auch schon die erste Mission geschafft, nämlich baue eine Station um Kerbin. Und dann warten wir auf das Transfer Window. Und... ist nicht so schön symmetrisch, wie ich das geplant hatte, aber ist okay. So, jetzt gucken wir mal. Baue eine neue Orbitalstation um Kerbin. Ist abgeschlossen für... Oh, das war auch nicht wenig Geld, was wir da bekommen haben. Wir sind bei 1,2 Millionen. Das ist sehr schön. Wir richten uns mal in diese Richtung aus. Ja, das funktioniert. So ein bisschen seitlich, sodass unsere Solarzellen, die wir oben dran haben, tatsächlich auch sonnenbeschienen werden, dass wir niemals zu wenig Strom haben. Elektrischer Strom ist okay. Ja, da sind wenigstens die kleinen Solarzellen sind in der Sonne und ja, dann werden die Strom produzieren. Sehr schön. Das heißt, wir haben unser Raumschiff im Orbit und müssen jetzt nur noch quasi Kerbin Eve müssen da einfach mal wir müssen Ejection Inclination ich muss Inklination ausrechnen. Das ist ein Problem für Zukunfts-André, liebe Menschen. Wir sind mit dieser Station oben und gehen jetzt zurück zum Weltraumzentrum. Das ist für die Eve-Mission, die in 204 Tagen anfängt. Wir haben in 107 Tagen ein Vorbeiflug bei Eve und wir haben in 4 Stunden fertig Searching the Skies. Das ist mega. Das heißt, so, da haben wir unser Weltraumteleskop und die Missionen hier laufen noch 4 Stunden. Das heißt, wir spulen mal ein bisschen vor, bis die abgeschlossen sind. Die beiden. The search is over, jawohl. Und dafür gibt es Wissenschaftspunkte. Nur wenn wir beim Teleskop sind, werden die Sachen erforscht. Jetzt können wir zum Weltraumzentrum gehen. Nehmen die neuen Missionen, müssen einmal kurz ins Observatorium gucken, nehmen die neuen Missionen an, müssen nochmal zum Weltraumteleskop gehen, damit die Laufzeiten aktiviert werden. Kerbin Moon, das haben wir alles erforscht. Moho 10%, Eve 50%.
Duna 40, schade. Ike könnten wir starten, will ich aber nicht. Joule 10%, Lathe könnten wir starten, nein. Bob 10, Teil 10, Gilly 10, Pol 10, Dress 10. Da ist nirgendwo was dazugekommen, habe ich das Gefühl. Ist da ein neuer Himmelskörper dazugekommen? Ich weiß es nicht. Wir nehmen dafür Research Celestial Body with a Telescope. Zack. Ah, wir haben alle Himmelskörper entdeckt. Das heißt, wir machen jetzt weiter mit der... wir haben nur noch den einen. Wissenschaftsdaten aus dem Weltraum und Moon. Okay. Das können wir einfach immer so machen. Ja, wir haben alle Himmelskörper, soweit das geht, mit dem Weltraumteleskop entdeckt, so wie ich das jetzt verstanden habe. Jetzt müssen wir einmal kurz wieder zum Weltraumteleskop gehen, damit die Mission aktiviert wird. Dann gehen wir einmal kurz zum Mond, um nochmal kurz Geld mitzunehmen. Sehr schön. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon wirklich viel Geld eingesammelt und das mit der Orbitalstation um Eve wird auch funktionieren. Und dann haben wir einfach mal jede Menge Sprit dort vor Ort. Das ist total großartig. So, und jetzt haben wir, ja, das Teleskop-Ding ist aktiviert. Sehr schön. Man muss einmal hingehen, sonst wird der nicht aktiviert. Und jetzt müssen wir einmal hier zum Moon. Und was haben wir denn um den Moon am Kreisen? Wir haben veralteter Satellit, Moonrelais Radieschen. Wechseln zu. Oh. Nee, du hast gar keine... Ach, du warst so ein kleines Tochterschiffchen, was ich ausgesetzt habe mit einer anderen Mission, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, wir müssen ein anderes Schiff. Beschädigter Moon Satellite? Nein. Veralteter, dann haben wir hier Moonrelais Radieschen 2. Moon-Satellit Grashüpfer wechseln zu. Dann gehen wir mal zum Grashüpfer. Ich glaube, der hat ein Thermometer oder so. Und damit können wir dann Daten nach Kerbin funken. Diese Mission habe ich gerade mal kurz angenommen. Da bin ich schon wieder reingezoomt. Was ist denn hier los? Hat der nur zwei von den Dingern? Na denn. Mysteriösen Schleim beobachten. Und einmal wegschicken. Jo. So, dafür haben wir jetzt gerade mal 43.000 bekommen. Sehr schön. Und ich will den Encounter jetzt mit Eve machen. Wir haben einen Flyby mit einer Sonde. Und dann gucken wir mal, was wir da noch so alles bekommen. So, nochmal gucken. Bau eine neue Orbitalstation und den Moon. Besitzer einer mindestens 5 Kerbels. Pilot, 10 Sekunden. Oh, gibt aber nicht so viel. Bau eine neue Orbitalstation für Kerbin. Mindestens 5 Kerbels. Das wäre wieder so eine Sache, die man kombinieren könnte, aber da gibt es gar nicht so viel Geld für. Weltraumteleskop 1 umpositionieren. Satelliten umpositionieren. Jemanden retten, okay. Bringe ein neues Teil um Minmus an. Dafür gibt es sehr viel Kohle. Und stelle eine Flagge auf dem Moon auf. Ja, mein Gott. Nee. Wir gehen jetzt in die Ortungsstation. Nee, wir gehen jetzt hier in das Ding hier und lassen Zeit vergehen. Wir sind observing and researching 21 Tage. Diese 21 Tage, bis wir Research a Celestial Body. Da spulen wir jetzt mal hin vor. Und jawohl. Our observations are complete. Cool. Wird einem aber, achso, wird einem nicht gesagt, welchen, wir haben Moho. Nee. Moho haben wir 20% jetzt plötzlich. Duna immer noch nur 40. Ike 0, da habe ich die Sache noch nicht gestartet, weil da will ich das Geld einfach nicht ausgeben. Gilly. Ja, ich glaube, wir haben Moho jetzt einfach 20%. Das hilft uns jetzt aber noch nicht weiter. Wir müssen die neue Researcher Celestial Body with a Telescope. Achso, der läuft. Entschuldigung. Researcher Celestial Body. Zack. Angenommen. Unser nächster Auftrag ist der Satellit. 68 Tage. Wir haben bis zum Flyby noch 84 Tage. Das heißt, wir spulen jetzt erstmal wieder vor. Und da haben wir die Mission abgeschlossen.
Nee, haben wir noch nicht abgeschlossen. The search is over. Wir müssen jetzt wieder zum Teleskop gehen. Jetzt ist die Mission abgeschlossen. Jawohl. Jetzt müssen wir zum Weltraumzentrum zurück. Jetzt nehmen wir wieder die Mission an. Research a celestial body with a telescope. Kostet wieder 82.000. Unser Geld geht dahin. Es geht dahin. So. Da ist unser Teleskop. Und jetzt sollte der... Jetzt läuft der Auftrag hier und jetzt gehen wir direkt, weil es sind noch 15 Tage, dann gehen wir doch mal hier direkt zu Jump to Ship, dann gehen wir direkt zu diesem Schiff, was den Eve-Encounter haben wird. Das sind nur noch 15 Tage, bis wir Sphere of Influence Change haben. Den Alarm müssen wir nicht ausmachen. Wie viel Delta V haben wir? Wir haben noch 7000 Delta V. Um Gottes Willen. Wir können jetzt nochmal gucken, ob wir... Ah, hier ist Moho. Ah, okay. Wir können jetzt nochmal gucken, wie denn unsere Trajektorie ist. Also Ansicht zentrieren. Oh, die ist super. 783 Kilometer fliegen wir daran vorbei. Das ist ja mega gut. Ja, das ist mega gut. Das ist, das können wir so machen. Einmal zurück, genau. Das können wir so machen. Ich drücke einmal F5. An dieser Stelle. Wir machen hier 25 Tage vorspeichern. Warum ist denn mein... Ah, ich habe dem viel Alarm-Margin gegeben, glaube ich. Dann mache ich diesen Alarm jetzt mal weg. Und wir machen 26 Tage vorspulen und nähern uns Eve. Haben wir irgendwelche Sachen, die in der Zwischenzeit ablaufen? Irgendwelche Aufträge? 139 Tage, der dauert 84 Tage. Ja, super. Wir können ganz entspannt hier diese Begegnung mit Eve machen. Und dann ist auch bald schon unser Launch-Window. Krass. Jo. Oh, 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 oh. Da kriegen wir jetzt mal Auftragsparameter erfüllt. Das war knapp, noch ein bisschen knapp und wir hatten eine Menge Papierkram zu erledigen. Vorbeiflug an Eve. Im ersten Schritt zur Erkundung von Eve erfolgreich hinter uns gebracht. Mach weiter, mal sehen, wo uns das führt. Wir haben Abschluss bekommen und wir haben ersten Vorbeiflug an Eve eingeleitet. Wir sind im Wirkungsbereich der Schwerkraft der Sonne entkommen. Das sind die zwei Meilensteine, die wir erfüllt haben. Dafür gab es auch Kohle. Und wir haben hier ganz neue Wissenschaft, die wir absolvieren können. Nämlich einmal Magnetometerbericht senden. Dann haben wir hier Temperatur protokollieren. Ich möchte beides wegschicken. Und dann haben wir hier noch Druck. Druckdaten wegschicken. Und wir haben Schleim. Natürlich werden wir einmal mysteriösen Schleim untersuchen und den auch einmal wegschicken. Im Einflussbereich. Das gab uns jetzt auch nochmal ein bisschen Wissenschaftspunkte. Sehr schön. So, und da hinten ist Eve. Periapsis erreichen wir in 2 Tagen. Was wir jetzt machen ist, wieder zum Weltraumzentrum zurückgehen. Weil ich muss gucken, ob wir einen neuen Auftrag haben. Ob wir direkt mit dem Ding in den Orbit eintreten können. Weil wenn es da auch nochmal Geld gibt, das ist ja mega. So, erkunde Eve, umkreise Eve, kehre aus der Umlaufbahn von Eve nach Kerbin zurück. Das könnte diese Sonde tatsächlich schaffen. Bring eins nach Kerbin zurück. Okay, dann nehmen wir das an. Flupp. Retteber aus der Umlaufbahn, bringe grünen Sandstein mit, schließe Bau eines Rovers Overflow Minmus ab. Okay. Nix super aufregend Spannendes da. Dann gehen wir jetzt zurück zu Eve und werden in einen Orbit eintreten. Und dann können wir gucken aus dem Orbit, schauen, ob wir mit der Sonde, die wir jetzt da haben, direkt nach Kerbin zurückkommen. So, da hinten ist Eve. Yeah. Und da würde ich jetzt mal sagen, einmal F5 und wir machen mal hier einmal vorspulen und wir fallen in Richtung Eve. Machen mal
einmal Manöver und bremsen mal ab für Orbit. So. 364 Meter pro Sekunde ist ja fast nix. Das ist ja super. Dann richten wir uns mal aus. Und das ist in 48 Minuten. Dann spulen wir mal dahin vor. Und machen so lange mal. Das ist ja ein schönes Bild. Dann Zündung. Wir haben hier noch was. Ersten Meilenstein der Welt. Wir haben ersten wissenschaftlichen Daten von Eve gesammelt. Ah, okay. Aber wir sind jetzt noch nicht flying low. Ich hätte natürlich jetzt unsere... also, wir sind immer noch high in space. Ich hätte jetzt natürlich unsere Höhe noch anpassen können, dass wir auch low in space sind, dass wir einmal quasi von da auch noch Wissenschaftsdaten senden. Das kann ich natürlich jetzt gleich auch noch nachholen. Ausgeben, genau. Das reicht. Zack. 2 Tage. Wir haben Parameter erfüllt, kriegen das erste Geld und wir sind in die Umlaufbahn von Eve eingetreten. Sehr schön. Und, da können wir eigentlich noch mal ein bisschen Gas geben. Wir haben so viel Delta V. Ich kann hier noch mal die Apoapsis weiter absenken, dass wir nicht irgendwie, muss ja jetzt nicht ein ganzer Tag sein, den wir da hinten raus verbringen. Nur 5 Stunden, genau. Das ist gut. Und, das reicht jetzt. Und jetzt machen wir einmal hierher vorspulen Richtung weitest entferntesten Punkt und zünden dort unser Triebwerk und senken die Periapsis auf 200 Kilometer oder sowas. So, 195, sehr gut. Und dann machen wir hierher vorspulen und fliegen Richtung Planet. Wo ist er denn? Hallo? Da ist er. Dieses Bild hatten wir eben schon mal, nur wir fliegen jetzt viel näher an ihm vorbei. Oh. Schön. Jetzt sind wir nämlich flying low und da können wir nochmal Wissenschaftsdaten aufnehmen, Temperatur protokollieren und diese senden wir jetzt nicht weg, sondern behalten wir in den Geräten. Druckdaten protokollieren, weil wir haben ja gesagt bekommen, eine Sonde soll zurückkehren. Und warum nicht dieses Ding hier, mysteriösen Schleim untersuchen? Jawohl. Meine, wir müssen damit jetzt dann natürlich, können wir damit nicht wieder eintreten, da müssen wir eine Mission hochschicken, aber das hier kann zurückfliegen nach Kerbin. Davon senden wir jetzt nichts, sondern gucken mal, wie wir von hier nach Kerbin zurückkommen. Nicht mehr lange. Dann hätten wir dieses Ding hier. Ja, wir machen jetzt erstmal hier Add Kerbin Eve. Eve Kerbin ist in 103 Tagen. Das heißt also, diese Sonde hier soll zurückkommen. Ja, wir haben einen Alarm gesetzt. Eve Kerbin Rückkehr. Das sollte hinhauen. Kerbin Eve ist in 76 Tagen. Bau neue Orbitalstation, da sind wir mit beschäftigt. Und hier, das läuft noch 53 Tage, das läuft noch 107 Tage. Und Observing and Researching 108 Tage. Okay, cool. 76 Tage ist das Startfenster, das heißt, erstmal ist nochmal das Teleskop quasi dran. Aber wir gehen jetzt erstmal zurück zum Weltraumzentrum. Wir haben dieses schwere Gerät da hochgeballert und wir haben eine Möglichkeit gefunden, relativ zügig sehr viel Geld zu verdienen. Das finde ich schon mal wirklich großartig. 1,5 Millionen, das ist ein großartiges Zwischenergebnis. Und, meine lieben Leute, wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, ist es nicht nur Zeit für eine Pause, sondern für mich ist es auch Zeit, heute mal ein bisschen früher Schluss zu machen. Weil es war eine super anstrengende Woche.
Heute ist erst Mittwoch und es war schon eine super anstrengende Woche. Also gestern war ich schon fertig. Ich habe tagsüber super viel zu tun gehabt. Heute auch wieder und ich mache heute mal ein bisschen früher Feierabend. Ich will auch noch mal, ich will mich nicht total verausgaben, dass ich irgendwann noch mal Zeit habe, das ein oder andere für einen Mikroskopie-Stream zu planen. Ich will demnächst auch noch mal einen Blogartikel schreiben. Der Mikroskopie-Stream aus der Charité, der zweite, muss noch geschnitten werden. Das ist für morgen und Freitag geplant. Dann kommt auch wieder ein bisschen was auf YouTube. Wenn ihr noch nicht auf YouTube seid, ich lege euch ganz herzlich den Mitschnitt von dem ersten Charité Livestream, den gibt's auf YouTube ans Herz, aber ansonsten schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten kommt gerne auf Discord vorbei, da würde ich mich drüber freuen, wenn ihr da nicht eh schon seid. Ja, ich mache für heute Feierabend, das heißt, das nächste Mal machen wir Curbin Eve und Eve Curbin, die beiden Sachen. Das passiert nächste Woche Mittwoch. Nächste Woche Dienstag gibt's wieder die Dienstagspolitik mit Romy Höhne. Wir sind in den letzten Zügen von Orwell Keeping an Eye on You und es ist echt spannend und es ist krass, das Spiel. Die Geschichte ist so abgefahren. Ich hätte das niemals gedacht, aber das Spiel hat mich richtig gepackt. Und ansonsten nächste Woche Mittwoch um 19 Uhr gibt es hier wieder Kerbal Space Program. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr alle da wart. Ich freue mich sehr auf diese Kerbin Eve Geschichten, die das nächste Mal auf uns warten. Danke fürs Zusehen und ja... Hoffentlich bis zum nächsten Stream. Ich würde mich sehr freuen. Habt alle einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss.